Jetzt einen Moment. Und dann ist er hineingegangen und da sind die Plötzchen, da sind die Schienen gewesen und da geht es dann tief hinein, tief unter den Berg, da hat es dann Abbrüche gegeben, Einbrüche und da geht es immer noch weiter, immer weiter, mal erbrechen und da geht man dann da herauf, da den Bergrücken, den Hang herauf und da ist was ganz, ganz Besonderes. Die Verladestationen, die Brecher und die Bergleute einmal ganz anders zusammen. Der Südfeldstollen, die Namensgebung ist auch hochinteressant bei den verschiedenen Stollen. Wenn wir einmal Leute. Da sieht man die Braunkohle im Entstehen. Eigentlich ist es noch gar nicht fertig, die Braunkohle, weil das dauert ja unendlich lang. Übrigens da auf dem Weg Lampe, Kabitlampen, hat auch den Vorteil gehabt, dass die Wetter angezeigt worden sind, weil wenn es total war, da ist es auch nicht mehr gegangen. Der Repulsine, dieser Antrieb, der warst du im Zweiten Weltkrieg vorbereitet worden ist und da sollen diese geheimen Dokumente im Stollen versteckt worden sein. Und das ist natürlich jetzt das irgendwie logisch, wenn man sagt, kann man das Stollen öffnen, findet man auch einen Zugang oder ist das unmöglich? Was glauben Sie? Unmöglich ist eigentlich gar nichts. Wir setzen alles dran, um diese Geheimnisse zu entdecken, zu lösen, zu klären. Und ob wir da weiterkommen, das ist die Frage. Da müssen wir uns bemühen. Wissen Sie, ob das möglich ist, dass Ihre Kollegen da die Dokumente versteckt haben? Möglich ist, ich glaube weniger dran. Aber möglich ist das einiges. Man muss nur überlegen, wie kurz ist unser Leben und wie alt ist der Berg. Was da im Berg alles drinnen sein kann, ist ja unvorstellbar. Ja, sicher, da ist einiges gemacht worden und ist dann an anderen Orten weiterentwickelt worden, errichtet worden. Wir wissen ja, dass durch die Bombenangriffe die Rüstungsproduktion immer wieder verlegt werden musste. Und da hat man eben so Stollen gesucht, wo niemand vermutet hat, dass man da kriegswichtige Dinge erzeugt. Da sieht man, wenn unten die Kohlen ausgerammt wird, dann durch den Druck der Erdmassen versinkt es und da findet man immer wieder so Einbrüche. Das ist ein kleinerer Einbruch, aber dann gibt es natürlich auch größere, die über einige Meter, 100 Meter auch. Und da hat es ja eine Häuser mitgenommen, die gut, auf der richtigen Weg und das ist eine erstaunliche Erkenntnis schon. Ja, eigentlich war ja das eine geteilte Gesellschaft. Die Aufpasser haben da oft gar nicht gewusst, was die,
was hinter ihrem Auftrag steckt, was sie haben eben den Beispiel ausgeführt und die anderen haben die Erkenntnisse, die Erfahrungen und die Steiger und Steiger von der Generation. Nein, überhaupt nicht. Auf so eine Mannschaft heute da. Ja. Wirklich einfach wirklich das Hirtentum, das hat vor knapp 200 Jahren hat das ihr Ende gefunden. Das waren Sozialrebellen eigentlich. Wenn man sich so gewisse Sachen anschaut, was man findet, auch von unten und drüben haben wir jetzt wieder von einer, dass ein Hirte wieder 1641 verbrannt worden ist, weil sich mit 86-Jährigen, weil sie mit Zauberei beschäftigt hat, mit abergläubischen Dingen beschäftigt hat. Das waren auch Dinge des Hirtens und wenn es dann aber weitergeht, dann hinten ist dann das Kamberl, der Hirte als Hexer und Zauberer und Heiler. Das heißt, das wird einfach ein bisschen aufgearbeitet. Die Fronten wieder ein wenig zusammenbringen, ganz altes, verschüttetes ein wenig herholen und natürlich ist das damit auch ganz gut jetzt da dieser Brückenschlag. Geschrieben worden ist über unsere Region, dass das Volk, das Hausruck, sich erdreistet, ungehorsam gegenüber Herrschaft und Obrigkeit zu sein und es Freude daran findet, wenn es um Aufruhr geht. ja, es ist ganz spannend, dass das von der offiziellen Seite geschrieben worden ist und von bäuerlicher Seite ist an den päpstlichen Nuntius in Wern geschrieben worden, der Pfarrer predigt über Forstwirtschaft, Viehzucht und alles Mögliche, aber wir hören nichts vom göttlichen Auftrag. Es waren zwei Seiten einfach zur gleichen Zeit geschrieben. Und das ist irgendwie so, zumindest einmal meins, die Geschichte ein wenig einfach, die ganz lokale Geschichte einfach aufarbeiten, schauen, was da ist und die ganzen Geheimnisse des Hausrucks, die uns noch irgendwo nicht bekannt sind, vielleicht mithelfen, ein bisschen was sichtbar zu machen. Ich möchte euch recht herzlich danken, dass ihr Führung mitgemacht habt. Seid ihr nicht mehr geworden? Danke auf den Spuren von Victor Schamberger. Herzlichen Dank und alles Gute. Danke. Bis zum nächsten Mal. Danke.